Hallo ihr Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich wünsche euch einen wunderschönen, ja, zauberhaften herbstlichen Tag. Ich habe mir gedacht, ich melde mich jetzt erst schon mal vorab mit einem, was wird, was ist, was geht, um zu gucken, ja, welche Energien hier so reinkommen, welche Energien da sind und welche Energien abgelöst werden. Das ist so eine Tendenz ja, für heute und so die folgenden Tage, die uns erwarten. Das ist auch bei jedem individuell. Jeder ja, befindet sich ja in einer anderen Situation. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier rausspringt, ne? Aber ihr wisst ja, das Yonanda-Kollektiv glotzt auf die Liebe. Also meistens liegt da irgendwie die Liebe drin. Und ja, es ist nun mal auch ein YouTube-Kanal, der überwiegend Liebeslegungen macht, ne? Also wer bei mir was anderes sucht, der wird da wenig finden. Aber ich bemühe mich da schon ab und zu auch mal so einen neutralen Blick zu werfen und kann dann allerdings nicht beeinflussen, wie die Karten fallen. Ja, erstmal schön, dass alle wieder da sind, hier sind und bei mir sind. Ich begrüße natürlich auch alle neuen Zuschauer. Und vielleicht bist du auch gerade zufällig über mich gestolpert. Sei herzlich gegrüßt und willkommen bei uns im Rudel. Und ja, da schauen wir doch einfach mal, welche Grundenergien uns jetzt zur Verfügung stehen. Ich habe den Crow Tarot von NJ Cullinane. Und sind wir mal gespannt, was die Raben so schwatzen, gell? So, also ich mische die Karten jetzt mal ein bisschen gut durch. Und wenn ich das gemacht habe, hebe ich einmal ab. Und dann sind die drei oberen Karten vom abgehobenen Stapel uns. Ja? Dann ergänzen wir noch ein bisschen mit Runen. Und dann ist das eigentlich schon ganz aussagekräftig. Genauso wird es gemacht. So. Ihr da oben, wir sind bereit für Botschaft. Was wird, was ist, was geht. Die erste Karte, die ich abhebe, das ist das Jetzt. Das ist die Energie, die jetzt ist. Die zweite Karte, die ich abhebe, ist die Energie, die reinkommt. Und die dritte Karte, die ich abhebe, ist die Energie, die rausgeht. Genau, das war's. Und hier sind unsere Karten. So, also um was geht's denn hier? Um die 9 der Stäbe. Ne? Also, die Stab 9, das ist eine Karte. Ich deute die jetzt einfach erstmal grundsätzlich. Die Stab 9, das ist eine Karte, wo jemand im Laufe seines Seins ganz einfach schon viel durchgemacht hat. Ich meine, gut, das haben wir alle. Ne? Jeder lebt sein Leben, jeder geht seinen Weg und jede Seele macht ihre Erfahrungen. Und damit wir möglichst viel lernen, sind das auch oft einschneidende, tiefgreifende Erfahrungen. Sprich, die polierte Rüstung, die wir zu Beginn unserer Reise bekommen haben, damit wir gut durchs Leben kommen, die hat schon einige Kratzer und Beulen. Ne? Aber genauso soll das sein, weil ein Krieger, der am Küchentisch sitzen bleibt und Kaffee säuft, der wird, ja, mit dem hast du verloren. Also das ist so ein Taugenichts, mit dem kannst du keine Schlacht gewinnen. Gell? Und ein Krieger mit einer verbeulten Rüstung, der hat immer alles gegeben. Der war mutig, tapfer, der hat sich ins Leben gestürzt und der hat natürlich seine Erfahrungen gemacht, aber er ist noch da und es hat ihn stärker gemacht. Und so könnte man das eben auch deuten, dass ja hier schon Stäbe hinter einem stehen. Das ist das, was bereits gemeistert wurde. Mit einem Stab setzt man sich hier gerade auseinander. Jetzt ist es aber auch so, bei diesem Krieger, der mit der verbeulten Rüstung, also dieser edle, mutige, von dem wir hier reden, der hat natürlich auch viel gelernt, was er jetzt umsetzt. Und für ihn ist es eben jetzt auch wichtig, das Gelernte so umzusetzen, dass er Fehler nicht nochmal macht. Ein Fehler ist ja eine Verfehlung. Das heißt, in diesem Fall war er am Ziel vorbei. Und das ist dann die ganz große Lehre, weil, es heißt ja so schön, dein letzter Fehler ist dein erster Lehrer. Ne? Und dieser hier, also in Form eines wunderschönen Rabenvogels, der will jetzt natürlich meistern und das Gelernte umsetzen. Er weiß genau, ja, wo ist mir schon mal was passiert, wo habe ich mich vielleicht im Kreis gedreht und dementsprechend hat er gelernt, Situationen erstmal zu beobachten, sich zu betrachten, bevor er sich jubelnd reinstürzt, ne? Sagen wir es mal so. Also er ist hier weiser geworden, er ist reifer geworden und er hat gelernt, die Dinge erstmal anzuschauen. Ne? Und vielleicht hat er auch gelernt, dass er die Ruhe im Auge des Sturms findet.
Das kann auch sein. Jetzt kann es sein, dass du dieser Krieger bist. Es kann aber auch sein, dass jemand für dich dieser Krieger ist, dass dich diese Erklärung jetzt gerade an eine Person erinnert. Und wenn du für jemanden schaust, dann beobachtet dich jemand. Jemand betrachtet die Situation, bleibt aber so ein bisschen in der Reserve, weil er einfach auch schon viel durch hat im Leben. Ne? Oder du bist eben diese Person. Du beobachtest jemanden oder etwas, eine Situation, bleibst aber so ein bisschen in der schützenden Reserve, um erstmal zu schauen, was sich vielleicht daraus entwickelt. Ne? Man ist hier vielleicht auch einfach achtsamer geworden. Es ist auch eine Karte der Achtsamkeit. Ne? Bevor man sich unüberlegt in irgendwas reinstürzt, ne? So unter dem Motto, das habe ich schon mal gemacht, das ist dann nicht nur ein Fettnäpfchen, sondern die Bauchlandung in der Ölwanne, denkt man einfach vorher drüber nach. Ja, man sieht aber ja auch hier, dass diese Person sich hier wirklich mit einem Stab auseinandersetzt, mit einer Energie. Die Stäbe sind ja Energie. Diese Person setzt sich mit einer Energie aktiv auseinander. Sie hat zum einen den Stab angenommen, sie lässt ihn ja nicht einfach da liegen, ne? Sondern sie fühlt ihn, sie erfährt diesen Stab. Das heißt, diese Person, die macht gerade eine ganz wichtige Erfahrung und diese Erfahrung will sie dann voller Stolz einreihen in die ganze Reihe von Erfahrungen, die sie schon machen durfte. Ne? Also 8 Stäbe wurden hier schon erfahren, erfühlt und erlebt. Am 9. ist sie dran. Und der 9. ist die Meisterschaft, weil die 9 ist die Vollendung. Wenn sie hier meistert, dann hat sie vollendet. Dann beginnt die Reise von vorne. Man könnte dann sagen, sie ist dann in der nächsthöheren Stufe. Vielleicht bist du diese Person oder es ist jemand, auf den du schaust oder du trägst dazu bei, dass jemand diese Erfahrung machen kann. Das ist auch möglich. Ja, dann haben wir hier die Sonne, die hinter den Wolken hervorkommt. Das heißt auch grundsätzlich, dass sie vielleicht schon fast gemeistert hat. Der Himmel klärt sich und wir haben hier ein Blatt, das auch aussieht wie ein Vogel. Ne? Tatsächlich ist es aber ein Blatt. Was hat uns das zu sagen? Dass es vielleicht Dinge gibt, die auf gewisse Art und Weise vergleichbar sind, auch wenn sie in einer anderen Form sind. Vielleicht eine völlig neue Erfahrung, etwas zu durchleben, etwas zu durchlieben. Sehr spannend. Also schau mal, was dir das Blatt zu sagen hat. Ne? Freue ich mich auch auf Kommentare. Ich freue mich immer, wenn wir miteinander wachsen. Ne? Also das ist so mein Ziel. Auf jeden Fall ist das eine sehr positive Ausgangslage, weil es eben auch bedeutet, dass man hier bedacht ist. Das heißt, wenn diese Person sich auf etwas einlässt, vielleicht auch auf dich, dann macht sie das, weil sie es wirklich will und weil sie bereit ist, weil sie sich vorher auseinandergesetzt hat. Ne, das ist dann also kein blindes sich reinstürzen in irgendwelche Aktionen, sondern ein sich vorher damit aktiv auseinandersetzen und die Prüfung auch annehmen. Ne? Ja, das ist schon mal Karte Nummer 1. Und da schauen wir mal, also es wird ja nochmal deutlicher durch die klare Kante mit den Runen. Ich habe die Mondrunen, die sind durch mich Yonanda. Wenn du die noch nicht kennst, weil du vielleicht jetzt neu bist in unserer Community, die kannst du auch erwerben. Du findest Infos und den Link zum Shop in der Infobox. Und es gibt natürlich zu den Runen auch ein Video. Also die haben eine ganz besondere Bedeutung. Das findest du aber auch dann im Shop. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Welche Runenkraft ist gerade? Welche Runenkraft steht jetzt zur Verfügung in Zusammenarbeit mit der Stab 9? Sind wir mal gespannt. Ist ja immer spannend, ne? Wenn wir hier wursteln, ist immer spannend. Die Sovilo. Das ist total gut, weil die Sovilo ist die Sonne. Die unterstreicht natürlich hier, das Licht kehrt zurück. Also hier steht jemand kurz davor, den 9. Stab fertig bearbeitet zu haben, den 9. Stab gelöst zu haben. Hier kommt jemand in seine Kraft. Und vor allen Dingen, die Erfahrung, die er da macht, die macht ihn stärker. Die macht ihn stärker und er hat es hier fast geschafft. Also hier ist eine Energie wirklich gerade dabei, richtig zu leuchten und zu strahlen. Hier ist jemand fast ein Meister von sich selbst. Ne? Schau mal, ob du das bist. Vielleicht
Vielleicht bist es ja auch du und dein Gegenüber. Es sind ja auch immer Spiegelungen vorhanden. Ne? Und hier soll man vielleicht auch die Dinge mit anderen Augen sehen. Das kommt mir gerade noch zu dem Blatt rein. Ne? Also mit der Sovilo kommt die geballte Energie. Mit der Sovilo kehrt auch das Licht zurück. Und die Person hier, die wird ganz einfach ihr Standing dann haben. Ne? Und die steht dann zu sich selbst und kann dann vielleicht auch zu dir stehen. Ja? Oder du zu dieser Person. Das ist eine sehr, sehr positive Grundenergie. Jetzt sind wir mal gespannt, ob es so bleibt, weil wir wollen ja wissen, welche Energie nimmt denn jetzt zu? Welche Kraft nimmt zu? Das könnte auch ein Hinweis sein, womit sich die Person gerade auseinandersetzt. Ne? Welche Kraft nimmt zu? Die 7 der Kelche. Also die Person hier, die unterscheidet hier gerade ganz klar oder setzt sich damit auseinander, was ist eine Vision und was ist eine Illusion? Man könnte auch sagen, was ist lebbar und was nicht. Und sie wird hier in ihre Kraft kommen. Also sie wird hier ihre Erkenntnis haben. Ihr wird ein Licht aufgehen, so kann man es auch sagen. Die 7 der Kelche, die ist ja auch mal so ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Es ist eine doppelte Klinge, weil sie kann für Visionen stehen, für Träume, für Ziele, die du hast, für alles das, was du erreichen willst. Man sieht ja hier ist eine Menge drin. Ne? Hier gibt es Lorbeeren zu ernten, hier gibt es ein Herz zu geben oder ein Herz zu empfangen. Hier ist die Leidenschaft mit drin, was haben wir noch alles? Wir haben hier auch eine Schlangenenergie, ne? Die steigt aber auf, könnte auch ein Hinweis auf Kundalini-Energie sein, aber auch auf dunkle Kräfte. Ne? Die Schlange ist ja sehr, als Krafttier sehr, also die kann ja, die verkörpert ja ganz extrem Licht und Schatten. Zum einen kann sie für Heilung stehen, zum anderen aber auch für dämonische Kräfte. Sie hat ja auch eine gespaltene Zunge. Ne? Dann haben wir hier unten, was haben wir denn da eigentlich? Das sieht ja aus, wisst ihr, wie das aussieht? Wie eine Obsidianklinge. Ne? Werkzeuge, kann für Werkzeuge stehen. Aus Obsidianklingen wurden ja früher Speerspitzen gemacht oder keine Ahnung, irgendwelche Messer oder Werkzeuge. Jetzt fällt mir gerade was ein. Ich habe ja hier ein Werkzeug liegen. Das ist jetzt krass, jetzt passt mal auf. Bei mir passieren ja immer so Sachen. Ne? Ich habe am Wochenende ein Werkzeug gefunden und es liegt jetzt wirklich zufällig am Tisch. Ich wusste ja nicht, dass die Karte jetzt gezogen wird, die auch noch dieses Werkzeug so verkörpert. Schaut mal, was ich habe. Ne? Also ich habe ein Werkzeug. Es kommt jetzt gar nicht so rüber, wie es eigentlich ist. Das ist ein Rauchquarz-Elestial. Ne? Und Elestial bedeutet, der hat sich hier selbst geheilt. Ne? Der hat hier ganz viele Kristallbildungen und solche Wachstumsstufen. Ne? Und es ist ein Flügel. Also es sieht aus wie ein Flügel. Es könnte aber auch ein Dolch sein. Ne? So, es könnte auch ein Dolch sein. Es kann auch ein Messer sein. Also man kann damit auch schneiden. Und ich habe den gesehen. Es hat mich so überlaufen, weil ich wusste, das ist ein Werkzeug. Ne? Also es kann auch sein, dass hier die Energie oder die Kraft von einem Werkzeug eben zunimmt. Etwas kommt rein, was seine Kraft entfaltet. Das könnte ich jetzt sagen, gehe ich jetzt voll mit Resonanz, weil ich dieses Werkzeug hier liegen habe und weil mich eben der Inhalt dieses Kelchs an dieses Werkzeug erinnert. Heißt vielleicht für mich oder für alle, bei denen was Ähnliches passiert ist, es ist ein Werkzeug jetzt bei dir im Werden, das will gearbeitet werden, da kannst du was mitmachen, ne? Da kannst du was mit lösen. Also wer von euch ist denn in der letzten Zeit zum rituellen Gegenstand gekommen? Einem rituellen Gegenstand jeglicher Art. Ne? Ich deute das einfach mal mit rein. Dann haben wir aber auch hier einen Vulkan, der ist lebendig, weil da kommt Rauch raus. Ne? Das heißt, der lebt. Also die Karte sagt eben auch, wo wirken Kräfte, die mir um die Ohren fliegen könnten. Ne? Und alles das gibt es jetzt ganz einfach zu erkennen. Ne? Und diese Kraft nimmt zu. Man könnte sagen, die Kraft der Erkenntnis nimmt jetzt zu. Die Kraft der Erkenntnis stützt den, der da an sich arbeitet, bei seiner Erkenntnisreise. Also hier wird unterschieden, ja. Was ist hier mein Traum? Was ist meine Vision? Was ist lebbar? Wo muss ich aufpassen? Wo kann sich etwas ins Gegenteil kehren oder mir um die Ohren fliegen oder gegen mich richten? Eine Kraft, die sich gegen mich richten kann.
Oder wo kann was in die Blüte gehen? Was kann ich hier in meinem Leben umsetzen? Was habe ich gelernt aus der Vergangenheit? Was hat mich das Leben schon gelehrt? Ne? So, hoch, das ist ja eine schöne Beule in der Rüstung. Habe ich damals schön eine Klatsche gekriegt. Voll vor die linke Schulter. Ne? Ach, wo kam die nochmal her? Ach, da fällt es mir wieder ein. Ne? Also ungefähr so. Und da ist er wirklich auch gerade, man könnte mir da so viel sagen, mit Leidenschaft und Feuereifer dabei, wirklich sich aktiv auseinanderzusetzen. Also die Kraft der Erkenntnis, des Unterscheidens von was ist möglich, was ist unmöglich, die nimmt zu. Jetzt will ich aber doch wissen, worum geht's denn da? Zum Glück ist immer mein Tisch voll mit Karten. Ich würde sagen, wir nehmen noch mal ein bisschen die Kibor-Karten mit dabei. Ciro Marchetti, der Gute, ne? So, ist ja alles zum Glück vorhanden. Da hätte ich jetzt noch mal ein bisschen, da würde ich gerne ein bisschen mehr wissen. Also, was nimmt denn da jetzt für eine Karte zu? Schauen wir mal. Da hätte ich mal gern so 2, 3 Karten, die uns da rausspringen. Jetzt. Ne? Also, sie dürfen springen, wir sind bereit. Wir wollen wissen, worum geht es hier? Welche Energie? Um was geht es mit den 7 Kelchen? Was kommt hier für eine Kraft rein? Das hätten wir schon mal gern ein bisschen genauer. Merci. Wenn jetzt kein, ich wollte schon gerade sagen, wenn jetzt nicht mehr fällt, dann war es das. So. Aha. Ex oder Hop, ihr haut euch weg. Also, passt auf. Es nimmt eine Energie zu, also die Person, entweder bist du das oder jemand, auf den du schaust, die macht sich hier echt richtig viele Gedanken. Die lässt hier vielleicht auch gerade erstmal für sich etwas sacken. Ne? Und wir haben hier auch nochmal die männliche Hauptperson. Das könnte dein Gegenüber sein. Natürlich, es ist eine allgemeine Legung, kann sie auch für dich stehen, was dann bezeichnet, du machst sie da jetzt aktiv. Massiv richtig viele Gedanken. Du setzt dich aktiv mit deinen Gedanken auseinander. Es kann aber auch einfach nochmal für dein Gegenüber stehen. Ne? Oder du machst dir über die Hauptperson Gedanken. Ne? Nennen wir ihn doch einfach mal Siggi. Das ist ja unser Vertrauter. Also den kennen wir ja alle. Ne? Du machst dir vielleicht auch über ihn Gedanken. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt hier genau der Zwiespalt. Alles oder nichts. Ne? Mit viel Geld gewinnen, das ist ja hier der Jockel, sagen wir es mal so, der absolute Joker in den Kibor-Karten, kannst du hier den ganz großen Schlag machen. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja eine Kelchkarte. Die Kelche stehen ja immer noch für die Gefühle. Ne? Also du kannst hier alles gewinnen, aber du machst dir hier Gedanken, ob du auch alles verlieren kannst. Also hier bist du tatsächlich noch ganz aktiv dabei, dich auseinanderzusetzen. Was hat dich das Leben gelehrt? Und wo willst du vielleicht auch einfach ein Risiko eingehen? Weil, ich sage es jetzt mal so, no risk, no fun. Leben ist ganz einfach auch Risiko. Jede Erfahrung, die du machst, ist ein Risiko. Also alles, worauf du dich einlässt. Das kann was scheinbar Einfaches sein. Du denkst dir nichts dabei. Du unterschreibst irgendwas, weil du denkst, ich mache mal hier Kreuzworträtsel mit, ich will die AIDA-Reise gewinnen und hast am Ende noch eine Waschmaschine gekauft. Das stand nur im Kleingedruckten. Du hast es halt nicht rechtzeitig gespannt und musst es jetzt auch bezahlen oder was weiß ich. Ne? So in diese Richtung. Das ist das Leben. Ne? Weil wer nichts riskiert, der kann halt auch nichts gewinnen. Und hier steht halt auch so ein bisschen diese Angst dahinter, dass man am Ende als Verlierer rausgeht. Das sind aber Ängste, die vielleicht auch ganz einfach was mit den bisherigen Erfahrungen zu tun haben. Es ist ja immer noch die Möglichkeit da, dass du diesmal eine ganz wundervolle Erfahrung machst und dass großer Reichtum in dein Leben kommt. Etwas ganz Wundervolles, ein Geschenk. Also hier diese Karte, die hat schon eine Mordskraft. Ne? Also die 11 steht schon mal dafür. Also zum einen ist die 11 eine Meisterzahl. Da will ich jetzt erstmal drauf eingehen, auf die Meisterzahlen, weil man freut sich ja immer, ne, wenn man so eine Verdopplung hat. 11, 22, 33, 44 und so weiter und so fort.
Ich möchte es einfach mal aus Sicht der Zahlenkunde erklären, für die sich ja viele immer interessieren. Ne? Also die Meisterzahlen in der Zahlenkunde, ich spreche jetzt nur für die Zahlenkunde, stehen von 11 bis 44. Also 11, 22, 33, 44. Die 55 zum Beispiel ist keine Meisterzahl mehr. Meisterzahl bedeutet aber nicht, dass du jetzt hier voll der Meister bist. Ne? So, yeah, ich bin hier voll der Meister. Nein, die ruft dich zur Meisterschaft auf. Du darfst meistern, weil Meisterzahlen stehen immer neben sich. Das heißt, dadurch, dass sie nebeneinander stehen, liegt da die Prüfung. Das ist eine Verunsicherung, weil die sich im Endeffekt begegnen. Und deswegen sind Meisterzahlen eher schwierig. Aber sie stellen dir auch eine Aufgabe. Sie sagen, du darfst hier meistern. Mit dieser Energie, in dem Fall die 11, darfst du meistern. Und die 11 ist die 1, die neben sich steht. Und bei der 1 geht es um dich. Ne? Die 1 ist der erste Schritt. Ne? Mit der 0 fängt alles an. Das ist so der ultimative Urknall, das Chaos, aus dem sich alles neu sortiert. Und die 1 ist der erste Schritt. So, jetzt haben wir sie hier aber zweimal. Jetzt könnte man auch sagen, du bist vielleicht in deinem ersten Schritt verunsichert und sollst das ins Gleichgewicht bringen. Man könnte aber auch sagen, da ist ja noch jemand, der geht den ersten Schritt. Und da geht es dann auch um die Vereinigung der Kräfte. Also es geht um dich, entweder nur um dich, dass du hier meistern darfst und deinen ersten Schritt gehen darfst. Vielleicht sollst du dich auch trauen, den zu gehen. Aber da ist vielleicht auch noch jemand, der den auch geht. Das ist so situationsabhängig. So, 1 und 1, das ist die 11. Ne? Das bedeutet, die 11, das ist immer die Führung von oben. Wenn die 11 auftaucht, also die erste Meisterzahl, heißt das, die Situation wird von oben geführt. Das ist eine Anbindung an die lichten Ebenen. Und es bedeutet, dass man sich aber bewusst fürs Licht entscheiden muss. Göttlich ist alles. Ihr wisst, das sind meine Worte. Deswegen betone ich auch immer wieder, und ich weiß auch, dass das inzwischen ganz viele andere machen, was ich toll finde, der Kontakt mit der lichten geistigen Welt. Das ist die Essenz. Ja? Es kommt immer darauf an, wohin du dich verbindest. Und wenn du dich nicht fürs Licht entscheidest, kannst du dich trotzdem göttlich führen lassen. Das ist eine starke Kraft, die dich da führt. Manchmal ist es auch vielleicht scheinbar das Licht. Da gilt es ganz klar zu unterscheiden. Es kommt auch immer auf deine eigene Reinheit drauf an. Ja, wie ist deine Schwingung? Wie rein sind deine Gedanken, deine Worte, deine Taten? Ne? Wenn du dann sagst, ich verbinde mich mit Licht, dann bist du mit Licht verbunden. Wenn du aber sagst, ich verbinde mich mit Licht und bist aber gerade in einem tiefen Tal, vielleicht in einem Tal ohne Wiederkehr, bist durchdrängt von Negativität, von Pessimismus, Angst, ne, dann wirst du kaum das Licht erreichen. Also es geht immer wieder darum, den Kanal der Anbindung, ne, wofür die 11 eben auch steht, durchzupusten, damit du auch wirklich das Licht erreichst. So, und dann ist die 11 immer eine Entscheidung. Du musst dich hier bewusst entscheiden, dich mit dem Licht zu verbinden. Das heißt auch, wenn du dich für das Licht entscheidest, entscheidest du dich gegen die Dunkelheit, ne? Und die Dunkelheit ist aber eine Energie, die will ja gesehen, erkannt und gelöst werden. Also ich rede jetzt von deiner eigenen. Ne? Dann darfst du Schattenarbeit machen, damit du in Verbindung mit dem Licht kommst. So. Und wenn du dann aber angebunden bist, wenn du das gemeistert hast, ja, Meisterschaft, es geht um dich. Wenn du diese Unsicherheit auch aufgelöst hast, ne? Und hier die Vereinigung gefunden hast, dann wirst du wahrlich lichtvoll geführt. So viel zum Thema Meisterzahlen. Ne? Jo, viele sehen die Zahlen aber einfach auch als glückliche Fügung und Verdopplung. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Dann haben wir hier die 777. Das ist ja der Oberbürner, weil das ist der geschenkte Sieg und zwar dreifach. Die 3 ist immer die gute Chance. Hier lohnt es sich. Es ist eine solide Chance, eine realistische Chance vor allen Dingen. Keine riskante Möglichkeit oder so, sondern das ist eine richtig gute, handfeste, realistische Chance. Die 7 ist der geschenkte Sieg. Aber die hat auch eine Aufgabe, du musst ihn dir verdienen. Das heißt, du kriegst den Sieg nicht einfach so, du musst was dafür tun. Zum Beispiel an einer Situation arbeiten, dich damit auseinandersetzen. Das macht die Person aber. Weil hier haben wir eine Hauptperson, die vielleicht du bist oder dein Gegenüber. Und die setzt sich hier aktiv auseinander, ne? Und wenn sie das tut und wenn sie sagt, ich gehe das Risiko ein, dann kriegt sie den Sieg. Dreimal die 7 ist die 21. Das ist der Joker.
Also hier ist wirklich, also wenn man sich hier mit dem Licht verbindet, lichtvoll ist, lichtvoll fühlt, denkt, handelt, ganz bewusst und nicht versehentlich, dann lohnt es sich hier, dieses Risiko einzugehen, ne? Viel Geld gewinnen, Geld ist ja dann auch, also es geht ja hier um Reichtum. Reichtum kann innerlich und äußerlich sein. Es kann also natürlich auch um die Liebe gehen, logischerweise. Und wenn man hier wirklich auch sein Bestes zum Vorschein bringt, das ist eben auch die Kraft der Sieben. Die Sieben ist das innerliche Ringen. Ne? Das ist das Samenkorn, was in der Erde liegt. So, da ist jetzt vielleicht eine Saat am Werden. Du hast vielleicht ein Samenkorn in die Erde gegeben in deiner Situation. Ne, setz dich hier stark mit den Dingen auseinander. Irgendwas Essentielles ist passiert. Es wurde ein Samenkorn gelegt. Und dieses Samenkorn war ja die ganze Zeit völlig trocken und scheinbar leblos. Und jetzt ist es in der Erde. Es kriegt Wasser, es kriegt Licht. Und jetzt entdeckt es zuerst mal Folgendes. Es entdeckt, ich bin. Und dann fängt es an und wird weich. Es fängt an und wird geschmeidig. Es beginnt innerlich zu ringen. Und es stellt fest, ich bin stark, ja. Und so ein Samenkorn macht das, was ihm von Gott gegeben ist. Es bringt sein Bestes zum Vorschein, ne? Und irgendwann ist es so stark, dass es diese Hülle durchbricht und so bing. Und dann kommt so ein kleines, ganz, ganz zartes, grünes Dübbelchen, ne? Und das fängt dann auf einmal an und jetzt merkt es, ich bin frei und jetzt kann es wachsen. Und dann geht die Saat auf. Das heißt, die Sieben bringt ihr Bestes zum Vorschein. Na? Das ist deine Urkraft. Und darum geht's. Also hier liegt wirklich eine große Chance, eine realistische Chance, eine gute Chance. Wenn du diese Chance ergreifst, kannst du wirklich die Reise auf der AIDA gewinnen, weil da hängt keine Waschmaschine mit dran, was weiß ich. Das ist jetzt kein dubioses Ding, wo du irgendwie noch dies und das und jenes dir an Land ziehst. Wichtig ist aber, dass du dich hier mit deinem eigenen Licht verbindest, dass du deine Schattenthemen auflöst und dann ganz klar dich ausrichtest. Und dann wirst du den Sieg kriegen. So, und dann ist die Karte der Armut Schall und Rauch. Weil dann ist Armut für dich ganz einfach keine Option. Und diese Kraft nimmt zu. So, jetzt habe ich ja hier eine Energie reingegeben. Also möge die Person wirklich hier in ihrer, also bei der Auseinandersetzung mit sich selbst, zu dieser schlauen Erkenntnis kommen, dass es sich manchmal halt auch echt lohnt zu kämpfen. Ne? Die Sieben, der geschenkte Sieg. Ne? Dass sie hier ihr Potenzial entfaltet und ihr Bestes zum Vorschein bringt. Welche Runenkraft nimmt denn zu? Das ist ja jetzt eine stützende Kraft. Ne? Das ist ja jetzt wirklich eine ganz stützende Kraft, die damit reinkommt. Oder vielmehr, wir werden es sehen. Ne? Also ja, hier geht es gut aus, weil mit der Wunyo ist der Glaube an das Gute ganz einfach da. Die Wunyo ist die Rune, die sagt, es ist alles gut. Ich bin ja so einer, ein Pappenheimer. Nee, ich bin ja so eine, die wirklich sagt, oder ich finde, wir sollten so denken, alles ist gut. Vom alles wird gut ins alles ist gut. Weil wenn wir immer sagen, es wird alles gut, sagen wir damit, im Moment ist es nicht alles gut. Aber es ist ja gut, so wie es ist, weil das, was dir gerade widerfährt, widerfährt dir aus gutem Grund. Es hat eine Daseinsberechtigung, also ist es auch gut. Und wenn wir sagen, es wird alles gut, dann hechten wir so einem Wunsch hinterher. Ne? Also die Wunyo, die sagt wirklich, es ist alles gut, es ist wirklich, hier nimmt auch die Kraft des Guten zu. Ne? Und die Kraft der Freude nimmt auch zu. Ne? Also das ist total super. Also hier, wenn du auf deine Situation schaust, ist es eine mega, mega positive Entwicklung in deinem Prozess, wie auch immer der aussieht, auf sämtliche Lebenslagen zu deuten, umzulegen. Und jetzt wollen wir noch schauen, welche Energie geht denn raus? Logischerweise bedeutet das, dass eine Energie nur dann rausgehen kann, wenn sie die ganze Zeit da war. Also jetzt ist eine Kraft da, die ist jetzt erstmal fertig. Positiv wie negativ, die hat ihren Dienst erfüllt, die geht jetzt. Und zwar geht die Sechs der Kelche. Ne? Also es gab vielleicht ein wunderschönes Erlebnis. Ne? Und das Erlebnis liegt jetzt hinter dir. Also vermutlich ist es so, hier ist was ganz Tolles passiert. Und jetzt setzt du dich damit auseinander.
Die sechste Kelche wird auch in der neuen, heutigen Zeit, ne, weil es entwickelt sich ja alles ständig weiter, als eine Seelenpartnerkarte gedeutet. Das kann bedeuten, du hast hier vielleicht eine Begegnung gehabt und es war wunderschön. Es war wunderschön und du hast jetzt eine Option. Du hast jetzt die Option, was draus zu machen. Und jetzt geht es hier um Meisterschaft. Was hast du bisher erlebt, erfahren? Wo kommen die ganzen Beulen in deiner Rüstung her und was haben sie dich gelehrt? So, jetzt hast du aber hier was Wunderschönes. Ne? Das kann auch im Allgemeinen was ganz Positives sein. Ein schönes Erlebnis. Muss jetzt nichts mit Seelenpartnerschafts und Gedöns zu tun haben, sondern einfach, da schaust jetzt mal auf dich. Hast du jetzt was ganz Tolles gehabt und jetzt kannst du dich damit auseinandersetzen? Jetzt gibt es eine Option. Ist das so? Wenn du sagst, nö, also bei mir ist jetzt eigentlich nichts Besonderes passiert, dann kann es auch noch sein, dass das jetzt in Kürze kommt, weil Zeit ist relativ. Ne? Und wenn nicht, dann nicht. Dann war es nicht deine Legung. Aber das ist jetzt rum. Also nicht rum im Sinne von vorbei, sondern alles ist ja jetzt. Diese Energie nährt dich ja. Aber dieses Zusammensein oder so, das geht jetzt raus, weil diese Erfahrung hast du jetzt gemacht. Jetzt gilt's, was draus zu machen. Du hast also jetzt die Möglichkeit, hier in die Meisterschaft zu gehen und zu vollenden. Ne? Und jetzt kommen natürlich Energien rein, die wirklich sagen, was ist hier möglich? Oder wo baust du jetzt Luftschlösser? Was ist machbar? Vor allen Dingen, was ist realistisch? Was ist umsetzbar? So, Kopfkino. Hier schwer die Raste machen. Sich aktiv mit dem Ganzen auseinandersetzen. Alles oder nichts. Aber diese Kraft hier, es ist die stärkere. Weil die ist in dem Fall einfach, die bringt dich ja nicht weiter. Das ist ja dann das negativ Gedachte. Ne? Starke Kraft, Wunyo. Wunyo sagt, mach dich locker. Alles ist gut, es läuft hier zu deinen Gunsten. Und hier ist wirklich die solide Chance drin. Man ist vielleicht auch schön blöd, wenn man sie nicht ergreift. Ne? Weil man wird um etwas gebracht, was einen bereichern kann. Finde ich sehr spannend. Also diese Kraft geht raus. Also hier ist was ganz, was Schönes. Etwas, was dich genährt hat. Etwas sehr Lichtvolles. Ne? Wir haben die Sonnenblumen, wir haben die Bäume. Drei Bäume im Übrigen. Vier Sonnenblumen, sechs Kelche. Was haben wir da für Zahlen? Zwei Raben. Ne? Die zwei, ne? Die vielleicht einen Rabenflug zusammen gemacht haben. Ne? Zwei sind zusammen geflogen. Man sieht sich vielleicht auch selbst von außen. Ne? Element Erde, die Bodenständigkeit, aber auch die Luft, die Verbindung. Auch Bäume sind mit Erde und Himmel verbunden. Das spricht schon auch wirklich so auf Seelenpartnerschaft hin. Oder spricht für Seelenpartnerschaft. Die drei Bäume, ne? Die gute Chance auf gemeinsames Wachstum, auf Heilung, sich anzubinden unten und oben, die Sonnenblumen, die immer positiv sind, die sich dem Licht zuwenden oder füreinander da sind, wenn kein Licht da ist, ne? Die sich einander zuwenden. Die vier ist auch eben die Zahl, die sagt, man soll lernen, die Oberfläche zu verlassen. Ne, also die vier, wenn man so ein Kästchen sieht, ne, das ist immer so außen, so ein Kästchen, wie auf so einem Papier mit so kleinen Kästchen, so Rechenblöcke. Ne, das sind ja lauter so kleine Kästchen. Da kannst du immer außen an dem Kästchen sein. Ne? Du kannst immer an der Oberfläche sein. Die vier will aber zu fünf werden, das ist der nächste Schritt. Und die will in die Mitte gehen. Ne? Also es gibt ja die vier, die so dargestellt ist. Kennt doch alle. Müsst ihr jetzt mal alle hingucken, ne? Also mal kurz hier aufhören mit der Spülmaschine oder mit dem Bügeln. Also legt mal ab, die vier ist ja so. Ne? Und in der Mitte ist ja dann der stärkste Punkt der vier. Das heißt, die nimmt hier Schwung und dann will die in die Mitte gehen. Die will in die Mitte finden. Die will sich auf den Punkt bringen und die fünf ist der Hierophant. Der Hierophant ist das Vertrauen. Gott sitzt am Ruder. Ne? Das ist hier auch eine Lernaufgabe. Dann die sechs, das ist ja das ist die Liebe. Aber die begrenzte Liebe, im Tarot sind es auch die Liebenden, aber die beiden, die dürfen sich noch erreichen.
Ne? Und da sind wir bei der Bienenwabe, bei der Bienenwabenliebe. Da geht es auch wieder um Vertrauen. Zwischen der 4 und der 6 liegt die 5. Man kann die 5 nicht überspringen. Wenn man von der 4 in die 6 kommt, hat man die 5 übersprungen, dann ist man nicht im Vertrauen. Das heißt, man muss erst die Oberfläche verlassen und in die Tiefe gehen. Dann ist man auf der 5 und erst dann kann man die 6 meistern, weil die 6 die Bienenwabe ist. Und da gibt es ja die Geschichte mit dem Bienenkind in der Bienenwabe. Das Bienenkind in der Bienenwabe, das weiß genau, ich bin hier geborgen, hier wird sich um mich gekümmert, das Deckelchen geht auf und es kommt Honig. Ne? Um mich rum sind noch ganz viele andere Bienenwaben, ganz, ganz viele Bienenkinder. Alles ist in Ordnung, ich bin total im Vertrauen, das Leben trägt mich, ich bin in der Wiege des Lebens. So, der Mensch in der Bienenwabe, jetzt kommt's. Der Mensch in der Bienenwabe denkt sich, okay, ich bin jetzt hier in der Bienenwabe. Die haben gesagt, das Deckelchen geht auf und es kommt Honig. Hoffentlich vergessen die mich nicht. Ich bin ja hier angeblich einer von vielen, andere gehen ja auch diesen Weg. Was ist, wenn die mich vergessen? Ich sitze hier drin, ich muss verhungern. Ich komme zu kurz. Möglicherweise wird ausgerechnet mein Deckelchen vergessen. Außerdem ist es hier ganz schön eng. Panik, Platzangst. Ich will hier raus. Ich bin allein. Das ist der Mensch in der Bienenwabe. Und der darf eben nochmal zurückgehen und darf sich an Vertrauen erinnern. Ja, Gott sitzt am Ruder. Es gibt das Irdische, es gibt aber auch immer das Himmlische. Und die Kunst ist eben, wie die Bäume das machen, das Irdische mit dem Himmlischen zu vereinen. Und dann wird man auch genährt, dann nährt und trägt einen das Leben und natürlich auch die Liebe, weil die 6 ist die Liebe und die sollte nicht begrenzt sein. Die 6, die darf ja dann irgendwann in die 12 gehen, ne? Wenn man dann mit dem Narren, der ja upside down, mit dem Gehängten, der ja upside down ist, im Prinzip schon regelrecht dazu genötigt wird, endlich wieder auf sein Herz zu hören, weil wenn man so verkehrt rum da rumhängt, ne, dann ist das ganze Blut im Kopf. Und dann ist einfach in dem Fall Herz über Verstand. Das gilt dann für all jene, die immer im Kopf sind und vergessen haben, dass sie ein Herz haben, was schlägt. Die haben es vergessen, die können es nicht mehr hören. Und deswegen ist die 12, also der Gehängte, die wahre, reine, madonnenhafte Liebe. Weil der hängt dann plötzlich, zack, an Beinen, upside down. Der hängt nicht am Hals. Ne? Der muss da nicht sterben, sondern der hängt da, damit er sein Herz im Kopf hören kann. Weil wenn du das ganze blutende Birne hast, da bleibt dir nichts anderes übrig, da hörst du deinen Herzschlag im Kopf. Und dann hängt er so lange, bis er bereit ist, wieder hinzuhören. Dann löst es sich von alleine. An der 12 verbirgt sich immer die 3, die gute Chance, und auch die 21, der Joker. Es war so ein kleiner Einblick. Wer Interesse daran hat, der schreibt sich halt mal mit auf. Es könnte wertvoll sein. Ja, welche Runenkraft geht denn raus? Ne? Also welche Runenkraft ist jetzt abgelöst mit der Kelch 6, mit diesem wunderschönen Erlebnis? Schauen wir mal. Die Algis, ja. Du bist hier wirklich zu diesem wunderschönen Erlebnis geführt worden. Das sollte auch so sein und das war genau richtig so, wie es war. Ne? Die Algis ist eine der beiden Runen, wo wirklich die Führung von oben da ist. Also die Algis ist die Anbindung nach oben auch. Das war die Anbindung ans höchste Licht, an Licht von Licht. Und ich bringe sie immer mit der Christusenergie in Verbindung. Für mich ist die Algis auch wie eine Kerze. Ne? Das hier ist die Kerze, in der Mitte ist die Flamme. Und links und rechts an den Seiten, das ist so das Wachs, was überläuft. Also auch vielleicht die Gefühle, die da überlaufen. Ja, also das war alles genau richtig, sollte so geschehen, was da in deiner Vergangenheit liegt. Und jetzt liegt es an dir, was du draus machst. Vor dir liegt ein Geschenk. Ne? Es liegt jetzt an dir, was du draus machst. Ja, oder eben an deinem Gegenüber, der da schaut. Aber wie gesagt, oftmals gibt es auch Spiegelungen. Ja, ich hoffe, ich konnte mit der Legung euch ein bisschen den Tag erhellen. Nochmal ein bisschen Input reingeben. Ne? Man lernt ja auch gerne dazu. Euch zum Nachdenken anregen, zum Umdenken anregen. Euch an Licht erinnern, das ist sowieso immer mein Ansinnen. Und ansonsten gibt es heute noch eine Legung. Mal sehen, vielleicht mache ich die jetzt gleich. Ich bin gerade so schön im Flow. Ne? Gefühle deines Gegenübers. Also das interessiert ja immer alle, weil es ja auch, wenn es dein Gegenüber ist, was mit dir zu tun hat. Ja, das mache ich jetzt vielleicht mal.
jetzt oder später und dann lade ich euch das hoch, jetzt gleich oder später. Je nachdem, wie es mir dann halt auch in den Nägeln brennt, was es für eine Legung ist. Wo, wenn ich mir denke, das müssen meine Wölfinnen und Wölfe, ne, weil wir sind ja hier das Rudel, das müssen sie jetzt gleich wissen, dann haue ich es auch gleich raus. Ansonsten dann heute Abend, wenn ich mir denke, jetzt lasse ich sie erstmal das verkraften und lege dann nochmal nach. Also lasst euch überraschen. Und ich freue mich weiterhin auf euch, freue mich natürlich über liebe Kommentare und wenn du neu bist und sagst, ja, passt, dann lass mir doch gerne dein Abo da, damit erweist du mir die Ehre und es ist ein kleiner Energieausgleich. Ja, ihr Lieben, also würde ich sagen, bis später. Mua.